Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zur siebten Episode von Telling Lies. Hier werden schon eine ganze Menge Lügen aufgetischt. Unter anderem, Undercover-Leute. naja, Sehr diverse viele mittlerweile davon. sogar. Ja, zwei haben sich, die vermehren sich wie die Fliegen. Und unser Undercover-Mann Daniel versucht, die Organisation, in der er sich eingeschleust hat, offenbar in eine höchst kriminelle, terroristisch motivierte oder terroristisch angehauchte Handlung zu verwickeln, wollen eine Brücke sprengen, um ein Pipeline-Projekt zu verhindern und somit die Organisation The Green Storm zu Fall zu bringen. Ja, und Peter wurde anscheinend fast von unserem David irgendwann mal getötet. Ja, und Das auf der passiert. Gegenseite haben wir jetzt häufiger von Black Kite gehört. Und deswegen gibt es jetzt Black Hat. Ja, das ist der 1. Dezember 17. Auch schon ein bisschen weiter drin dann. Oh, sorry. Kleines Schnipselchen. Wer macht in 45 Da fahren Sekunden? die ganze Zeit diese Autos in diesem Super geil, da, Dingsding. ja, Das da macht mit mich der wahnsinnig. Flagge, ne? Ja. Our eyes in camp said it was very inspiring. Oh, feelings mutual. Your dwarfs are on their hit list too. They got deep pockets and they got a lot of manpower through Black Kite. Okay. I found them to be highly professional, and their procedures are very thorough. Okay. Black Kite. Das hat sich jetzt nicht so näher, viel näher gebracht, oder? Nee. Aber vielleicht in einem Video vom 15. Warte mal, 15. April. Ich versuche immer einzuordnen, wann diese Geschichte war, dass das Ava bedroht wird. Das ist auch irgendwann im April 18. Aber ich weiß nicht mehr, was genau in diesem Video gesagt wurde, um das eben nachzuspüren. Ich weiß nicht mehr, wie das Video hieß. Deshalb gucken wir jetzt. Oh, guck mal, das ist eher in privat. Black Kite changed the plan. They decided to go deeper on Greenstorm. Yeah, they agreed to share their intel. It's a good plan. Ach, guck mal, sie. Hat gesagt, Black Kite. Ihre Informationen zu teilen. Ah, ich hab. That's a good plan. Ja. We're all adults. This is a strategic decision we made together. You don't. We're putting together the paperwork right now to round up the group and get you some scalps. This was always a finite operation, it's not a lifestyle. Sprich mit David? Wahrscheinlich. Start working on your exit plan. You need to get your head back in the game. Ausstiegsplan, such mal, ob er das sagt Ob er vielleicht. das selber gesagt hat? Wie er da rauskommt oder Ausstieg vielleicht. Nee, das glaube ich nicht. Das sagt wirklich nur. Ups. Ausstiegsplan ist auch ein seltsames Wort. Ah. Oh. Doch, sagt er, weil er nämlich sagt, anstatt dich mit deinem Ausstiegsplan zu beschäftigen, konzentriere dich lieber auf jetzt, hat er gesagt. Kannst du der Sache Deswegen. nachgehen? Oder erstmal zurück zu Black Kite? Ja, merken wir uns das? Na, ich. Na, guck mal. Weil Gucken wir wir sind doch jetzt mal. zeitlich, geht's halt Okay. weiter auf jeden Fall. Wahrscheinlich gibt es einen Tasten, wo wir ans Anfang des Videos springen können. Wahrscheinlich. Aber es steht nicht da oben in dem How-to. Da stand auch nicht Leertaste stoppen, also. Nee. Ja, schau. Gibt es irgendeinen Standard, wo man immer normalerweise am Anfang von einem YouTube-Video oder so springt? Keine Ahnung. Eh, zu spät. I have to keep Jones alive, Mike. Especially right now. It's just everything's getting so. Mike, der Vorgesetzte? Ne? Das heißt, er spricht mit Mike, oder? Ist Ja, nicht der Mike vor Michael? Michael. Ja, Michael. Ja, Ja, also Mike wahrscheinlich. Michael. Tough. No. No, I haven't. Und wie in seinem Leben halten Jonas? Jones. Jones. Er selbst ist Jones. Jo ja, richtig. Er selbst No, ist not Jones. Ava. Not Ava. Weil Jones, also erst hat David Jones, Ja, aber genau. eigentlich David Er Smith. sagt ja, er Ja. muss sich selbst noch seine Rolle noch spielen. Ava, Mike. No, no, Mike! Mike, Ava was a means to an end! Oh, okay, and what about Greenstorm?
No, this is a huge mistake, Mike. I'm telling you. Listen to me. Zieht er ihn ab vom Fall? Weil er ihm ja vorwirft, und was mit Ava, und er sagt, Ava war nur Mittel zum Zweck. Ja, Michael scheint Ava irgendwie auf jeden Fall dran kriegen zu wollen. Nee, das glaube ich nicht. Er sagt zu ihm, also ich glaube, er will ihn raus, er will ihn abziehen vom Fall. Mhm. Und dann sagt er, nee, musst du nicht. Und dann sagt der Mike zu ihm sowas wie, ja, und was ist mit Ava? Und dann seine Antwort ist, Ava ist nur Mittel zum Zweck gewesen. Ja, ist denn Ava immer? Er sagt doch, Ava ist just... Wir haben die Tools. Warte, er sagt, da, ja. Danach steht doch da. No, not Ava. Not Ava, Mike. No, no, Mike! Mike, Ava was a means to an end! Das klingt halt so, nee, aber das heißt, klingt so, tu das nicht Ava an. Sie hat das nicht verdient. So hört sich das für mich an. Ja, aber Ava war ein Mittel zum Zweck. Nur ein Mittel zum Zweck. Sie ist nicht die Böse, die du suchst. Okay, and what about Greenstorm? Greenstorm ist viel schlimmer als Ava. No, this is... Na, das ist alles ein großer Fehler. Ja. Lass Ava in Ruhe. Geil, wie er geguckt hat. Ach, vielleicht ist sie ein Mittel zum Zweck, aber sie macht ja trotzdem mit, okay, bei dem. Review the exit point. Jetzt hat er ihm brutal die Leviten gelesen, glaube ich. Ja. Komm mal gucken. Bisschen Musik? Ja, aber leise, genau. Die ist recht laut immer gewesen. Genau, die ist echt unangenehm. Also die passt irgendwie nicht. Ich finde, die passt nicht, wenn die Videos losgehen. Ja. Die ist halt... Ich habe das Gefühl, sie ist halt manchmal sehr dynamisch da. Aber trotzdem müsste sie nicht das Video... Also in Wirklichkeit wäre das Video auch ohne Musik. Ja. Und jetzt gibt es noch das dritte. Das ist das Gegenstück. Genau, das da ist können cool. Da können wir mal gucken, was er ihm da einbläut. Geil, kriegt David, where the hell are you? Mike ist auf jeden where Fall. Where are you? Zippt. Your field supervisor tells me you haven't commenced your exit plan. We're moving to the second phase. Soon we're going to round up all your Detroit friends. Everyone was on that boat. Okay, this is going to look like a well-organized operation. She was on the boat. It helps have a pretty face in the lineup. Remind the public the terrorists come in all shapes and sizes. You need to start following protocol. Ja, er will Ava dran kriegen. Ja. Naja, alle halt. Ja, und Daniel versucht, Ava zu schützen. No! Listen. Listen to me, David. Okay? We are the ones upholding law and order. We're the ones who keep the darkness back. The irony of this job is that to uphold those laws, we're the ones who sometimes have to bend them, okay? We bend them, we don't break them. I've been doing this for a long time, and I have made my men contort and twist themselves in all manner of ways. But none of them are broken. Please don't be the first. Dann wird sie wahrscheinlich gar nicht entführt, sondern vielleicht festgenommen oder so. Nicht, wie sind, irgendwas. Wie kommen wir auf dieses Video? Schweigen sich gegenseitig beide an. Bei Pookie kam das vor. Das war das letzte Pookie. Pookie, das wird da. Ich will nur mal gucken, wann er das war. Ja. Wo wir uns da zeitig bewegen. Das haben wir jetzt 23.04. Ja, das war nämlich in dem Bereich. Was ist das? Das ist am 25.04. Ja, das ist siehst du, dann habe ich recht. Dann haben sie hochgenommen oder so. Oder irgendjemand schnappt sie. Also, das war mutmaßlich Federal Agents dann. Ja. Okay. Wo waren wir vorher? Black Hyde noch geht und sowas, ne? Da haben wir jetzt noch den 12. Ne, haben wir alle gesehen. Okay, dann Maxine. Ja. Um da mal hinter der ein bisschen herzukommen, weil da kennen wir jetzt bisher nur das Ende, was bisher am weitesten in der Zukunft liegende Video war, ne? Oder weitesten, am wenigsten weit zurückliegende, so. Wie ist die Maxine? Müsste reichen, ne? Oder nur Max? Ja, da ist doch schon ein Video, das will ich schon trotzdem gucken. 22.11. Na gut. Huh? Achso, jetzt hat er auf Max umgeschwenkt. Erstmal das Max-Szene-Video.
Was war das hier? Ganz kurz zur Erinnerung. Ah, das ist das, was wir eben gesehen haben. Das, wo sie ihn gleich ins Knie schießt. Ziemlich gut getroffen, Tatsache. Ja, 24.07. Das ist auch 22.11.18. Okay. Das ist jetzt so richtig. Das ist ja fast ein Jahr später als die meisten Geschehnisse. Dass ich das nicht. Ganz kurz. Also, es gibt keinen Button, um rein zu. Aber gibt's nicht irgendwo. Ach, das verwirrt mich. Soll ich mal. Ich google mal nebenbei. Das ist halt immer so dumm, weil sich das alles. Ich will halt auch absichtlich da nicht hingucken, um mich hier nicht zu spoilern, was quasi da passiert, aber es ist ein bisschen eigenartig. Gerade wenn so Sachen passieren, wie da wird jemand ins Knie geschossen, dann denkst du dir so, what the fuck? Ich glaube nicht, dass das irgendwo. Ich gucke, ob es einen allgemeinen Shortcut dafür gibt. Es gibt einen Shortcut, glaube ich, auf jeden Fall, weil für generell für YouTube-Videos ist halt wie so ein Space halt dann. Ist und. Naja, jetzt sind wir da. Hi. Jetzt wird's wichtig, glaube ich. This is David Smith or Miller or Jones or however you know me. I'm about to do something and I needed to be clear why and what I'm doing. The Prosperant Pipeline is a bad thing. And like a lot of bad things, government and corporations have let them happen. I mean, we've all let them happen. And strong men like me have let them happen. And I've done a lot of bad things. And I'm gonna do something right now. Oh nein, jetzt wird er zum Teil zum selber zum Täter. Okay. Das ist Sprengstoff. Ja, sag ich ja selber jetzt. Das war ja klar, so wie er das gesagt hat. Das krass, ist eine böse Sache und er hat. Also ein knappes Dreivierteljahr nachdem, oder ja, ein bisschen ein halbes, 7, 8 Monate nachdem sie über einen Ausstieg reden, fängt er jetzt an die Brücke selber. Ja. Das hat er klar. Er ist jetzt ist überzeugt worden von dem, was die anderen sagen. Aber es muss ja dann noch was passiert sein zwischen Ausstiegsplan und jetzt. Und warum so werden wir gesucht? Das ist immer noch die Frage, warum wird die Hauptfigur überhaupt gesucht? Die wir sind, die Frau. Wird sie gesucht? Naja, ihr Kollege hat am Anfang in der ersten Folge gesagt, oder wer auch immer, mit wem sie da telefoniert oder geredet hat, sie werden dich auf jeden Fall holen kommen. Ja, und stimmt. Sie werden dich finden. Ja, genau, weil sie das Material halt wahrscheinlich unerlaubterweise besitzt. Ja, aber wer sind wir? Das wissen wir ja noch nicht. Das ist das große Mysterium. Wo Karen halt auch schon mal vorkommt. Das ist schon interessant. Naja, guck mal. Ist dir gerade aufgefallen, wie unbeholfen er da reingeht? Aber es ist doch nicht Daniel gewesen, der ins Knie geschossen wird. Es war doch never ever Daniel. Das wundert mich auch, weil er sich so abstützt, als könnte er mit einem Bein nicht laufen. Das echt nicht das ist doch nicht Daniel in dem Video. So. Aber das war doch nicht seine Stimme, oder? Ja, oder? Also, müsst ihr vielleicht mal das Video gucken mit dem Märchenprinzen, was durch. Weil so sah das gerade echt so aus, als würde das Knie entlasten. Sehr, sehr bewusst. Emma. You deserve a partner who's strong and good and real. And Ava, you are and you will always be something special. Seinen Ehering aber um. Boah, dieses Händezittern ist so gut gespielt. Not gonna run a marathon now, Maxine. Not that matters. Ah ja. Also doch, sie hat ihn angeschossen. Okay.
Da muss ich aber gleich nochmal das Video reingucken. Ich habe den halt null drin erkannt. Ich auch nicht. Aber also, er hatte einen Anzug an, klar, ja, aber ich... Und rasiert war. Das habe ich aber auch nicht gesehen, war so klein. Ja. I wanna dedicate this act to my children, Alba and Star. I only wish that the two of you grow up to find a world that's a little bit better than the one I'm leaving. Das Kind, das er mit Ava hat, schau mal. Der Brücke, oder? Ja. Wenn er Pech hat, bringt er jemanden dabei um, ne? Ja. Er kann doch nicht wissen, dass da keiner ist. Bringt er sich jetzt eigentlich mit um? Water is life. Sag ich ja. Wow. Also muss er ja, weil er ist unter der Brücke. Ich hab richtig gezuckt. Ich wusste zwar, was passiert, aber... Oh, das ist eklig. Krass, der Scheiß. Okay, wir haben das Ende gesehen. Wissen aber noch nicht, wie es da hingekommen ist. Und ne? Ich bin froh, dass wir das Piano und Laser gemacht haben, weil das immer dasselbe Thema ist, auch seltsam. Das kannst du auch ganz aufmachen, wenn du willst. Ich höre das kaum. Es untermalt das halt auch. Es ist teilweise sehr subversiv. Das ist ganz interessant. Okay, krass. Ist hier irgendwas gefallen, was wir hätten uns angucken müssen? Nein, nicht unbedingt. Nee, ne? Er sagt allen Tschüss. Okay, er hat also quasi, macht eine Entwicklung durch, die ihn dazu bringt, letztlich das dann doch umzusetzen, was genau. Er eigentlich so, ne, erst will er die Leute nur dazu bringen, das zu tun, und am Ende macht er es selber. Wahrscheinlich, weil er über was, über die Regierung gelernt hat oder über die Sache, ne? Dass die Guten nicht unbedingt die Guten und die Bösen nicht unbedingt die Bösen sind. Ich wollte mal reingucken, als dieses Märchenprinz-Video. Weil sie nennt ihn ja auch mal Märchenprinz, deswegen dachte ich auch, er wäre das, aber ich dachte, er sieht aber nicht so aus. Sieht halt überhaupt nicht nach ihm aus. Und das ist im Juli und das war jetzt November 18. Ja. Also passiert auch noch mal eine Menge zwischen. Ja, er wird wahrscheinlich, okay, es gibt ja Videos scheinbar von ihm, ne, die dann rausgehen. Er ist wahrscheinlich komplett diskreditiert, wahrscheinlich längst auch aus dem Job geflogen und so weiter. Jetzt will ich einfach nochmal gucken. Aber selbst... Also hier, sie sieht ihm nur ein bisschen ähnlich, aber... Er hat auch so einen Seitenscheitel. Wieso? Sag was. Hey, ist das schon? Aber er ist halt glatt rasiert. Krass, was ist ein Unterschied. Man erkennt ihn aber nicht unbedingt. Das ist halt das vielleicht auch mit Absicht so. Ja, aber... Jetzt lauf mal hier vor die Kamera wieder. Ja, es ist auch so im selben Gestus, glaube ich, und so. Look, Ja, okay, es ist aber krass. Ich habe ihn auch einfach überhaupt nicht in dieser Rolle gesehen. Ich habe mich erst gefragt, ob er es sein muss, weil sie ja zu dem Märchenprinz bei dem Videocall gesagt hat. Ich dachte, sie sagt halt zu jedem Märchenprinz. Ja. Jeder hat ja so seinen... Okay, aber das confirmed. Okay, er ist der Märchenprinz und begeht am Ende Selbstmord. Lässt und tötet zwei auch Kinder zurück und hat vielleicht Unschuldige mitgenommen. Ja. Ich glaube, sie wollten mit diesem LKW, den man hört, ein bisschen demonstrieren. Einerseits A, er ist an der Brücke und B, er hört kein Auto, also ist da kein Auto. Was natürlich Quatsch, selbst wenn... Ja. Also, naja. Aber er ist scheinbar so verzweifelt, dass er letztlich so oder so wahrscheinlich selbst umgehen möchte, ne? Wahrscheinlich sein ganzes Leben zerbrochen in den Monaten gerade. Sollen wir an Maxim dranbleiben? Ja. Ich glaube, Max müssen wir suchen. Da gab es mehr. Einiges. Da gibt's denn Anfang?
bis hin zu 11. 7.11. Das ist auch kurz, ja. Das ist auch kurz, ja, ich wollte sagen, da. Nachdem, aber wir gucken wieder wie immer von alt nach neu. Nee, warte, 7.11. Hab ich doch gesagt eben zweimal. Ja, nee, okay, got it. Mhm. Nachdem, das ist das letzte. Ganz vorne. Hier, da steht Max, ja. Das ist eins wahrscheinlich, der Videos, was mit ihm redet, ne? Oh, mhm. Look. Kurz, das war die Szene. Here says Max. That was my first boyfriend. The criminal, he did the tattoo himself. It hurt a lot. Wir haben ja herausgefunden, dass... He did not need his... Ja, ich hätte auch gedacht, sie heißt einfach selber so. You do not trust me. Are you going to be one of my regulars? No. You just turn up. Tip big. Bye. Aber ich verstehe noch nicht, wie sie damit verstrickt ist. Also solange er ihr nichts Verbotenes erzählt. Ich, also scheinbar, also einzige Möglichkeit, die ich im Moment sehe, dass sie ist halt nicht jetzt Teil der Gruppe oder so, sondern sie ist irgendwie extern. Ja. Also hat sie, er wird Kunde von ihr. Er verplappert sich wohl. Und erzählt halt Sachen irgendwie und sie nimmt es auf und spielt es dann in die Öffentlichkeit. Ja. Was sein Leben zum Einsturz bringt, wofür er sich umbringt. Ist das grob die Geschichte? Maybe, aber er bringt sich, glaube ich, nicht wegen ihr um, weil sie sein Leben zum Einsturz bringt, sondern ich glaube, dieses ganze Ever-Verraten... Ding bringt das, da kommt, sagen wir, vor allen Dingen zum Einsturz. Da kommt eine Menge zusammen, auf jeden Fall. Ja. Ich gucke jetzt erstmal grob. And that was one. Das ist eine ganz schön lange Geschichte. Ah, da habe ich Max kennen. Ja, when okay. I met Max. I was. Das ist jetzt am Telefon, das unter das Aufnahme des Ärgertin. I was attracted to him. He had thick, strong hands. With scars, he said he got from knife fights. There was a cop trying to blackmail him. Max suggests I proposition the officer, so I did. I took him to a room and let him have me. He used his necktie to tie my hands. He smelt of cigarettes and cheap aftershave. And he fucked me like he was hungry for it. Max was... He done with the camera. He waited till the cop was finished. And then he jumped out. He threatened to show the video to my father, and the cop stopped making trouble. And as a thank you, he let me keep the necktie. I've never told this story to anyone before. You better drink. You look thirsty. Da bin ich nicht sicher, ob das wirklich der Wahrheit entspricht, diese Geschichte. Weil wir gehen ja davon aus, dass sie Max ist und sie erzählt jetzt einfach irgendwas um dieses Tattoo. Das auf keinen Fall entspricht es der Wahrheit, weil halt sie versucht, bei ihm Vertrauen aufzubauen. Mhm. Aber sie hat es unglaublich gut gemacht. Ja. Das klang so echt. Oh Gott. Die Katze, habe ich schon voll gehört. Jesus, your fucking cat. Geil. So eine nette Idee, aber dem
Spieler kurz einfach mal das Game wegzunehmen. So. Also solitär so ein zocken. Ja, entspann dich doch mal, sagt das Spiel. Ja? Darf ich? Ja. Okay. Wir haben schon da unten gespielt. Irgendwas anderes ist auch aufgegangen. Guck mal dahinter, in das Fenster. Hier. Das war der Papierkorb. Den haben wir aber schon gesehen. Naja, okay. Mich gewundert, warum ist das noch. Das ist einfach Spaß. Ich dachte, vielleicht zeigt er irgendwas halt Cooles, ja. Die Files sagen jetzt auch nichts irgendwie besonders aus, glaube ich. Also sie wirkt jetzt. Ich frage, ob jetzt da mal dieses komplette Video rein. Sie wirkt halt immer so relaxed, die Karen. Mhm. Die ist doch nicht wirklich in Panik oder so. Ja, ich wollte gerade sagen, sie war jetzt sehr, sehr tiefenentspannt irgendwie. Mhm. Also sie versucht ja auch scheinbar ein Vertrauensverhältnis zu ihm aufzubauen, indem sie ihn aber auch krass belügt. Dafür muss sie ja auch ein Motiv haben. Glaubst du, nein, sie ist einfach, sie verdient damit ihr Geld. Meinst du? Aber zwischendurch war sie ja auch so, don't you trust me? Und so, sie versucht auch ihm schon Sachen zu entlocken, habe ich das Gefühl. Nein, ich glaube, das macht man, also das klingt blöd, aber ich glaube, das macht man so. Okay, also ich glaube, sie versucht, sich Stammkunden aufzubauen, das ist ihre Masche. Wir beobachten das mal. Gucken wir mal rein in... Ja, das können wir dann ergänzen. Guck mal, da hat sie sich schon... War ist das vor gut. oder nach dem... So hätte ich ihn jetzt auch erkannt, in meinem Video. Ja. Falsche Reihenfolge. Was dieser Bart ausmacht, oder? Ja, er sieht echt ganz anders aus. Sagt er nicht irgendwann auch zu Ava mal, you wouldn't like me without? Ja, aber es sieht halt anders aus einfach. Yeah, you're looking pretty as always, Harry. I need you to track a girl down for me. Das ist bevor... Yeah. Okay, nobody's gonna get hurt, Harry. Okay? Okay, I mean, do I look like the kind of asshole that's gonna hurt a woman? She lives in Cleveland, Ohio, and I have a photo that I'm going to send you via Signal. I think her name is Max, but what I need is an address. Can you do that? Yeah? Achso, findet er ihre Adresse raus, um da schön vorbeizugucken, der Arsch. Mhm. Ja, dafür kriegt er einen Knieschuss. Ja. Okay. Yeah. Harry? Hey, Harry? Hey. Hey, Harry? Auf seine Augenringe, ey. Ist richtig durch. Harry, just make sure no flags are raised, okay? Okay, das ist gegen mein Video, will ich mal sehen. Guck mal, ob wir Harry finden. Ja, wenn ich jetzt Harry so. Was ist hier eigentlich für so? Das war die Katze. Hinter der Seite, das es gibt ein Achievement dafür. Tierlogik, wenn man das versucht. Das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Wäre lustig, wenn da ein geileres Easter Egg kommt. Wo war ich jetzt gerade? Harry hilft mir, glaube ich, nicht. Harry sagt ja nur er. Harry sagt ja nicht selber seinen Namen. Aber Harry, ich wollte rausfinden, wer Harry ist. Harry scheint sein Kontakt zu sein. Ja, ich dachte, er kommt vielleicht mal vor. Das ist eine... Okay, warte mal, wo war er vorher? Ich will jetzt nicht komplett ich will jetzt nicht komplett springen, wir merken uns mehr Harry. Ja, aber ich habe Harry ja schon aufgeschrieben. Ich wollte nur gucken, ob es was da denn gibt. Dass wir hier erstmal das noch finden. Ja, und dann gucken wir. 7.11.18. Ja. Kurz bevor er Selbstmord begeht. Das ist John? Ist das John? Nee. I trust. Nee, den kennen wir doch gar nicht, oder? Der gehört ja nicht zu der Gruppe. Was denn? Interessant, dass. Interessant, wo er sitzt. Miller, the package you mentioned. Miller sind ja auch wir. Ja. David. Stimmt, er hat gesagt Smith, Jones oder Miller. Ja, genau. I've got to ask, what are you going to do with this? Sprengstoff? I know that you're cool, and I know that you pay, and that you're reliable, but I do not want the heat blown back on me if this thing goes wrong. It better not. Yeah. Sure. Okay. Sure, I trust you. I trust you, David. I trust you. My guy found your Max. He said that she. Das ist Harry. Dann offenbar. Showed up in a police report. The next day, that report disappeared. I know. Yeah. I've got a wife, David. Yeah, I've got a daughter.
Okay, dann das ist mit Sicherheit Harry, weil er kennt diese ganzen Geschichten. Er hat ihm den Sprengstoff besorgt. Und die Frau aufgespürt, beziehungsweise einer seiner Kollegen oder so. Na, dann suchen wir doch den nochmal. Was denn? Na, Harry. Den Harry trotzdem. Diese Verbindungen nochmal aufdecken. Machen wir das in dieser Folge oder machen wir das in der nächsten, Jenny? Das ist eine gute Frage. Wir machen das in der nächsten Folge. Da haben wir nämlich jetzt ein bisschen mehr Licht ins Dunkle. Oh, wir haben einiges erfahren in dieser Episode. Wir wissen eigentlich schon. Wir haben das dramatische Ende gesehen. Wir versuchen jetzt noch den Weg dahin zu finden, glaube ich. Ne? Mhm. Ich vermute. Ich denke, du spielst dann zu Ende, wenn hier mit ihr was passiert im Hintergrund. Das wird es ist klar. Ein bisschen die Frage, ob du... Nee, ich bin mir ziemlich sicher, weil diese Videos immer so abge... Irgendwann wird sie dann... Also wenn sie wirklich festgenommen wird, wird sie festgenommen. Hm. Und dann kann man auch nicht mehr am PC tippen. Die Videos werden dann irgendwie getriggert. Ja. Wir haben, glaube ich, keine Möglichkeit. Was suchst du? Ich überlege, ob sich hier irgendwo Hinweise drauf verstehen. Ja, du musst schon laut denken. Ja, mein Kopf ist gerade so. Ich überlege, ob es irgendwas gibt, mit dem man später irgendwas tun könnte noch. Das ist dieses Willkommen bei Castle auf dem Festwerk. Selbst ja nur der Datenbankserver, das, wo wir irgendwie gemerkt haben, dass es das Gleiche zu sein scheint. Ne? Das macht das Gleiche auf. Dann hatten wir die PDF dazu, wie das Ding funktioniert. Mhm. Grundlegende Nutzeranfragelogik. Anzeige von Aufzeichnungen. Gesteht da zufällig, weil der Anfang des Videos springt. Es kann außerdem klicken, tippen, ein oder mehr Wörter, was im Stereotext. Vielleicht, ich glaube, wenn, dann muss das am Anfang stehen. Verlauf, Organisation. Nein, das sind alles so Sachen, die wir kennen, ne? Ja, geh mal höher. Hinweis zur Intaktheit von Aufzeichnungen. Noch höher. Anzeige von Aufzeichnungen. Ne, das ist nur Pause und vor zum Beispiel. Du kannst nicht automatisch an den Anfang spielen. Das ist ein bisschen gameplay-technisch nicht so clever. Ja, aber es klingt nach einer sehr bewussten Entscheidung. Weil normalerweise wäre das ja der erste Gedanke, wie du kannst an startest entweder das Video von Trends vor oder du kannst uns. Also ich meine, das soll Service sein, dass man dieses Wort genau findet. Hm. Aber wir beide zumindest wollen immer den ganzen Kontext hören. Und dann nervt es tatsächlich diese Entscheidung. Ja. Also die kann ja auch bewusst sein, aber trotzdem, was sagt Clemens immer? Bewusste Entscheidungen beim Gameplay und Design müssen nicht immer die richtigen sein. Ja. Das ist halt auch nochmal, das haben wir am Anfang schon mal uns gelesen, ganz am Anfang durchgelesen, ne? Mhm. Ich erkenne zwei Gesichter. Jetzt verstehe ich, warum du dieses Zeug in die Finger kriegen wolltest. Wenn du den Uploader benutzt. Das meine ich, daran habe ich mich irgendwie erinnert. Den Uploader benutzt, wird die Festplatte gelöscht. Also mach das bitte, bevor sie dich in Gewahrsam nehmen. Was sie auf jeden Fall tun werden. Das ist ja klar, oder? Es würde außerdem nicht schaden, die Hardware zu verbrennen, zu sprengen, zu pulverisieren. Aber das mit dem Uploader, wir haben ja keinen Uploader. Zumindest nicht, dass wir wüssten. Nee, vielleicht wird es dann angezeigt. Das fände ich einfach eigentlich geil, wenn man es die ganze Zeit hätte und ab einem bestimmten Punkt müsste man es machen. Wenn man es nicht macht, wird man gecatcht und man nichts passiert, ne? Ja. Weiß ich nicht, wo ich jetzt hier was uploaden könnte. Position zurücksetzen checke ich nicht ganz. Da geht es vielleicht wirklich nur um das an die Anordnung hier auf dem Desktop. Oder sonst. Das ist ja, wir haben ja nur die drei Sachen hier. Na gut, aber wir haben ja noch eine Menge einfach vor uns, wo wir graben können. Graben. Und das machen wir in der nächsten Episode. Bis dann. Tschüss.